Mega Kid is back in the kitchen. Heute machen wir etwas einfach gesund und uns wieder mal etwas Süßes. Natürlich ist es auch noch vegan. Und das mal machen wir mal etwas vom Attila Hildmann. Ich weiss nicht, ob ihr ihn kennt, vielleicht schon. Er ist ein ziemlich berühmter veganer Koch und hat auch ein paar Kochbücher geschrieben. Heute gibt es selbstgemachte Praline. Für die Praline brauchen wir 20 Gramm gepopptes Amaranth. Das kann man im Reformhaus kaufen und das ist halt so in ein Getreide. Dann braucht ihr noch 1 Messerspitze Vanillepulver, 80 Gramm Agavendicksaft, 250 Gramm Erdnussmus, wo halt so grosse Erdnussstücke sind. Es nennt sich auch Erdnussmus Crunchy. Und dann noch 20 Gramm Kakaopulver. Das wär's auch schon alles. Für den ersten Schritt braucht ihr alle Zutaten außer das Amaranth. Das brauchen wir dann später. Und noch zusätzliche Schüsseln. Und ich brauche noch Lade, weil wir den Kakao noch nicht abgemessen haben auf 20 Gramm. Dann noch so einen Schaber, wo wir dann alles durchmischen können. Eben, das habe ich schon angetönt vorher gerade. Einfach alles rein. Ja, meine Angaben habe ich schon vorher gesagt. Und dann vermischen. Alles außer das Amaranth, der kommt später dann rein. Dann kommt auch das Amaranth und ihr könnt das auch reinleeren und vermischen. Zum Schluss müsst ihr eigentlich nur noch die Paste hier nehmen, ein bisschen nehmen und Kügel daraus formen und dann habt ihr eure Praline. Wenn ihr alle Praline geformt habt, kommen sie noch 15 Minuten in den Kühlschrank, damit sie noch etwas hart werden und dann sind sie essbereit. So, das Video wäre jetzt auch schon wieder zu Ende. Danke fürs Zuschauen und lasst doch am besten gerne ein Like da. Ich kann mich noch bedanken für 50 Abos. Ich weiss, vielleicht denkt es noch nicht so viel, weil es haben heutzutage schon viel, mehrere Millionen Abos. Aber es ist halt doch schon eine coole Zahl, dass so fast 3 Schulklassen abonniert haben. Das fühlt sich schon lässig an.